Ich begrüße euch hier aller herzlichst zu einem neuen Let's Play, zu einem tatsächlich endlich mal wieder Strategiespiel. Das allererste Let's Play, was ich damals gemacht habe, war zu Populous The Beginning, ein Strategiespiel von Bullfrog war das. Jetzt soll es endlich mal wieder tatsächlich Echtzeit-Strategiespiel ohne viel Aufbau- und Schönheitsbastelkomponente geben. Da war Black and White 1 und 2 ja eher so in die Richtung, dass es zwar Strategie und Aufbau war, aber halt kein schneller Draufklopp-Strategie-Ableger war. Deswegen, endlich ist mal wieder Zeit. Hier würde eigentlich bei StarCraft 2, wo wir gerade sind, ein anderes Bild angezeigt werden. Allerdings sind gerade mal Weltmeisterschaften nicht, aber hier Dreamhack sind Meisterschaften gewesen. Deswegen, hier wird immer darauf hingewiesen, wenn irgendwo was ist. Ist sehr nett, ist sehr freundlich. Und hier kriegt man auch immer aktuelle News und was man alles so braucht, weil dieses Spiel ist tatsächlich in erster Linie ein E-Sports-Spiel. Das heißt, man spielt es gegeneinander. Man tritt in Matches gegeneinander an, die halt, weiß ich, zwischen 5 Minuten und einer Stunde ungefähr dauern. Und wobei eine Stunde schon sehr, sehr lange ist und kloppt sich da dann gegenseitig die Hucke voll. Allerdings hat dieses Spiel auch eine ganz wunderbare Kampagne und dabei ist gar nicht mal hier Heart of the Swarm gemeint. Weil ich die noch gar nicht selbst gespielt habe, sondern wir wollen Wings of Liberty spielen. Die eigentliche, die Ursprungskampagne von StarCraft 2 Wings of Liberty. Seit nunmehr mehr 4 Jahren durchstreift Freiheitskämpfer Jim Rayner die Grenzen des Terranischen Raums auf seinem Kreuzzug, den tyrannischen Imperator Manx zu stürzen. Doch die Dinge werden sich schon bald ändern. Eine schreckliche Macht ist wieder erwacht und zwingt Rayner zu einer folgenschweren Entscheidung, seinen Rachefeldzug fortzuführen oder für das Überleben der Menschheit zu kämpfen. Ja, insgesamt gibt es bei dem Spiel 3 verschiedene Rassen, die man spielen kann. Entweder die Terraner, die Terrans hier, die Terran, wo wir auch bei Wings of Liberty tatsächlich die Kampagne mitspielen werden und die ich persönlich auch immer am meisten gespielt habe oder fast nur gespielt habe, auch gegen andere Leute. Bei Heart of the Swarm sind wir mit den Zerg unterwegs. Das kommt dann erst später. Also wenn wir Wings of Liberty geschafft haben, dann schauen wir uns auch Heart of the Swarm an, wenn ihr denn da auch noch Lust zu habt. Und wie das nächste Addon heißen wird, weiß ich noch überhaupt nicht. Da wird man dann aber die Protoss spielen. Das sind die drei Rassen, die es hier gibt. Wir schwuppen uns mal hier zu Wings of Liberty, zu den Menschen, zu den Terranern. Ich habe das Spiel schon öfter mal gespielt. Ich habe die Kampagne sogar schon mal durchgespielt, fand sie da echt gut. Und hab jetzt hier mir entsprechend das Spiel ausgesucht, um es zu zeigen. Das heißt, ich werde nicht vollkommen noobig hier durch die Gegend gurken, weil ich es halt entsprechend schon mal gespielt habe, auch mal übers Internet gegen andere Leute. Ich stelle das mal auf schwer. Zumindest die ersten Missionen sollten damit kein Problem sein, auch später. Ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Das ist übrigens das Intro. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Und wir spielen das auf Deutsch. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Gefangener, vortreten auf die Plattform. Ihren Preis.
abgeschlossen und versiegelt. Ihr Gefängnis begleitet sie. Diese Rüstung wird ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Was soll man dazu sagen? Es ist von Blizzard das ganze Spiel. Das heißt, Zwischensequenzen haben die Kollegen ordentlich drauf. Wir sehen uns in Marsara, Grenzwelt, Territorium der Liga, Corpulu-Sektor. Aha, neu kolonisiert 2502. Das heißt, wir sind leicht in der Zukunft. Unwesentlich. Aber akustische Instrumente gibt es immer noch. Hielt heute eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort. Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor. Doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden sie Billionen dafür auf, abgehalftete Rebellen wie Jim Raynor zu jagen. Jim Raynor stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein schutzloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Wir, eine Bande von Halsabschneidern, haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Und der Liga hat bei großen Mengen an Waffen und Kriminelle wird seine gerechte Strafe erhalten. Schon sehr bald. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du mieser Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Ja, Stichwort Gang zulegen. Headwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. Tja, wie gesagt, wir können hier immer... Wir haben hier eine Missionsauswahl, eine Übersicht, haben hier die Schwierigkeit nochmal einzustellen. Ich würde sagen, schwer passt einfach mal, ne? Ich meine, es gibt auch noch Sachen, es gibt noch Errungenschaften, die man auf Brutal und anderen Schwierigkeitsgraden freischalten kann. Oder auch auf die ganze Geschichte, die auf Zeit spielen. Solche Sachen gibt es hier alles, möchte ich aber gar nicht machen. Was ich aber machen möchte, ist tatsächlich, dass die Missionen ja immer in sich geschlossen sind. Das heißt, ich werde versuchen, die Folgen entsprechend von diesem Let's Play so hinzulegen, so zusammenzuführen, dass die immer missionenweise passieren. Das heißt, dass man am Anfang einer Folge immer den Start einer Mission hat und dann halt den ganzen Rest da später dran. Falls mal eine Mission, was auf jeden Fall passieren wird, länger als, was weiß ich, eine halbe Stunde dauern wird oder so, dann wird es das auf 2 Folgen aufgeteilt geben. Ansonsten soll das recht kompakt gehalten sein. Ne? Deswegen, hier, Takt der Befreiung, Missionsziel, zerstören Sie den Außenposten der Liga. Das kriege ich gerade noch so hin. Wir haben den Space Marine dabei, kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Und in der Kampagne werden uns die ganzen Einheiten tatsächlich näher gelegt. Wo schlagen wir als erstes zu? Wie es so gehen wird. Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Blackwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengs sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Und die Grafik in den Zwischensequenzen ist schon sehr hübsch gehalten.
Wird immer Vor- und Nachmissionen, Zwischensequenzen geben, wo dann entsprechend ein bisschen Geschichte erzählt wird. Und man kann sich dann später stellenweise auch aussuchen, an welcher Stelle man weiterspielen möchte. Das heißt, es wird mehrere Stränge geben. Ich weiß noch nicht, ob ich dann wirklich komplett alle Missionen zeigen kann, weil sich da stellenweise Missionen auch ausschließen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass man alles sieht, aber so gut es geht, will ich das doch machen. So, machen wir das so. Es geht natürlich gemütlich los. Erstmal. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Ja. Geht erstmal höchst gemütlich und einfach los. Wir sind am Anfang erst mit ein paar Marines unterwegs und dann ist gut. Das Ganze, ja, ich habe jetzt hier gerade die Einheiten-Dingens noch mit angezeigt, die Lebensbalken. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Raiders rocken. Würde ich fast hier ausschalten jetzt, weil es sieht halt doch ein bisschen Panne aus, zumindest wenn man einfach nur auf hübsch hier spielen will. Man kann das halt alles einstellen hier. Man kann sagen, hier komm, zum einen kann man hier die ganzen Hotkeys auch anschauen, welche Hotkeys, welche Tastenbelegungen man für welche Sachen braucht, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei so einem Spiel oder wenn man ein bisschen schneller spielen möchte, dass man nicht alles mit der Maus macht. Sondern das Gebäude bauen und Einheiten bauen, das alles per Tasten macht. Ich wollte aber gucken, hier Gameplay, Spielzeit anzeigen. Ja, schön Rasterbau anzeigen. Wo ist es denn? Hello? Erfahrungspunkte? Nein. Achso, hier Trefferpunkte leisten. Boah, machen wir mal Beschädigte. Kann man alles hier, wobei, anvisieren. Normal? Machen wir mal normal. Einfach mal, um es zu zeigen. Hier, so sieht es eigentlich normal aus. Na, jetzt latschen wir im Moment durch die Gegend. Ich habe die alle gruppiert hier. Die sind als Gruppe da eingetragen. Das heißt, sobald ich auf 1 drücke, ist das hier alles anvisiert und passend. Man kann die Karte so ein bisschen drehen. Ein bisschen ranzoomen, aber es bringt einem letztendlich nichts. Also bringt halt keinen wirklichen Vorteil. Und die müssen wir jetzt beseitigen. Die Scrollgeschwindigkeit ist gerade extrem eingestellt. Tja, und die sind jetzt platt. Raiders rocken. Du kannst auf mich zählen. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Dann machen wir das doch. Es ist blöd, dass ich schon eine Einheit hier verloren habe. Aber es geht schon. Ich kann Max' Visage nicht mehr sehen. Jag das Ding hoch! Zeigen wir es. Ja, man kann sich auch hier ansehen, was für Eigenschaften die Figuren haben. Hier, ja, hier Bewegungsgeschwindigkeit, bla, hier Schaden, 6 Schaden, Reichweite 5. Der Rainer, der macht ein bisschen mehr, macht 12 Schaden, was Reichweite 6. Wo sind die alle hin? Das heißt, ich würde ihn jetzt mal gerne ein bisschen vorschicken, weil er heilt sich, glaube ich, auch. Wie ist der Plan? Und dann machen wir das. Er sollte halt nicht sterben, das wäre eher uncool. Wie gesagt, ist halt alles in der Zukunft angesiedelt hier auf fremden meine Planeten. Familie, meine Nachbarn! Meine Katze! Das sieht langsam richtig übel aus. Jupp. Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Was nicht schön. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Aha! Ich hätte dir jetzt wahrscheinlich mithelfen können sollen. Ach, jetzt sterben die alle fleißig hier. Ach man, lange nicht mehr gespielt, die Kampagne. Das wieder beseitigen hier, ja. So, 2 von 6 haben wir dafür bereits zerstört. Wie gesagt, am Anfang alles höchst unspektakulär, alles eher so... Ja, hier hast du die einfachsten Einheiten, die es gibt. Benutzt sie einfach mal, ne? Dass man das Ganze hier kennenlernen kann. Aber das wird sich noch relativ fix steigern hier. Wie gesagt, habe ich alles schon mal durchgespielt. Man darf jetzt vielleicht fragen, hey, Mensch, das ist der zweite Teil. Es gibt wahrscheinlich auch einen ersten Teil. Was mit dem? Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Da will einer abhauen. Die schießen auf Zivilisten. Bewegung!
Wie gesagt, kann man fragen, was ist mit dem ersten Teil? Habe ich tatsächlich nicht komplett gespielt damals. Und, ich sag mal, jetzt da wieder auf den ersten Teil zurück zu switchen, ist von der Steuerung mal vollkommen was anderes. Deswegen, ich lasse den erstmal aus. Vielleicht schauen wir uns den später nochmal an. Eine ganze Menge, wofür Max zahlen muss. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Das Problem ist, ich habe relativ wenig Einheiten jetzt dabei. Ich habe auch ehrlich gesagt hier nichts gefunden, womit ich mich hätte heilen können. Was auch auf niedrigeren Schwierigkeiten, glaube ich, der Fall ist. Die kommen nicht mit, ne. Der erste Teil, ich weiß nicht genau. Als Let's Play wird es wahrscheinlich nicht geben. Weil ich da eben weniger mit zu tun gehabt habe bisher. Ihr helft mir? Ist ja schön. Wo sind denn hier die letzten Dinger? Ist hier noch was? Nee, ne? Ach, guck mal. Nö, hier ist sonst nichts versteckt. Wir müssen hier dran hinkommen und das Ganze stürzen. Kriegen wir auch gleich hin. Ich will noch erstmal gucken, ob hier noch was ist. Nee. Und die Kollegen helfen uns. Hier die ganzen Menschen, die Zivilisten. Hoffe ich doch zumindest sehr. Ah, guck mal, was haben die denn dabei? Warum hätten die sich nicht vorher helfen können? So, ich habe fast alle Einheiten verloren hier. Das ist durchaus schlimm. Und eine Dingens hier fehlt noch. Eine Lavasäule. Wo ist sie denn? Hallo? Da ist eine. Haha. Ah, okay, vielleicht hätten wir erstmal helfen sollen hier. Machen wir es erstmal so. Für den Rest da zerstören. Oder machen. Ach, die werfen das schon. Ich will aber trotzdem das Ding hier kaputt machen. Frechheit. Nein, ich kann die auch nicht wegbewegen hier. Ich glaube, die schaffen das vorher, ne? Das ist jetzt ein Zeitlauf gegen die Zeit. Wogegen auch sonst. Lalala, das machst du schön. Die sich auch einfach mal hier abfeiern dafür. Yay, wir machen das kaputt. Schaffen wir das noch vorher? Yep. Yep, schaffen wir. Und boing. Dann kriegen wir nämlich noch ein wenig mehr Bonus-Erfahrung und Zeugs hier dazu. Das ist nämlich nett. Das hilft uns im weiteren Verlauf des Spiels, weil es gibt dann Sachen, die man freischalten kann für die weiteren Missionen. Das haben sie alles allein gemacht. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. Hooray! Nieder mit Mengs, 10 Punkte hier. Wie gesagt, ich habe die Kampagne schon mal durchgespielt, allerdings nicht auf diesem Account. Das heißt, ich hatte den von meinem Bruder damals genommen, habe mir das dann später selber nochmal zugelegt, das Spiel, weil es mir eben gut gefallen hat, plus Add-on. Und deswegen sind hier die ganzen Errungenschaften noch nicht freigeschaltet. Allerdings sieht es ganz gut aus bisher. Wir haben Tag der Befreiung, erfüllt alle Missionsziele von Tag der Befreiung und Rainer ist zurück. Blablabla, passt schon. Auf schwer gibt es natürlich auch nochmal eine Errungenschaft dazu. Hier kann man sich alles anschauen, theoretisch, was man denn so gemacht hat. Ist mir aber gerade mal völlig egal. So, wir können jetzt fortfahren. Machen wir auch einfach mal. Falls wir uns diese Folge nicht mehr sehen, vielen Dank fürs Zuschauen, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es gleich weiter hier. Wobei, ich gehe mal auf fortfahren. Falls wir uns nicht mehr sehen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch dieses Projekt gefällt, dann bitte kommentieren und liken das Ganze und verteilen unter den Armen und unter den Beinen und unter eurer Katze wahrscheinlich auch, aber bitte gerne teilen und anderen Leuten davon erzählen. Vielen Dank und bis gleich oder bis später. Oder bis zur nächsten Folge. Aha, immerhin ein Ladebildschirm. Unfassbar. Ich glaube nämlich, dass hier jetzt eine Missionsübersicht passieren wird. Schauen wir mal. Später.
meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengsk ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60-40. 70-30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. So, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das jetzt hier geschnitten habe. Ob das hier jetzt schon eine neue Folge ist oder ob das immer noch zur alten Folge dazugehört. Ist halt so eine Frage, ne, wie ich das machen möchte. Ob man direkt mit der Missionsübersicht hier anfängt und dann in die Mission reinsteigt. Die nächste, wahrscheinlich ist das sinnvoll, ne? Dass man die Sequenzen immer noch am Ende von der letzten Folge hat. Vermutlich mache ich das so. Falls dem denn so ist, bin ich immer noch in der ersten Folge und sage Hallo wahrscheinlich gleich Tschüss. Wir können trotzdem erstmal reden. Ich denke mal, ich mache das erstmal so. Wir schauen uns dann hier erstmal um und das nächste, den Start der nächsten Mission, wird dann in der nächsten Folge sein. Das heißt, falls ihr die ganzen Geschichts-Blablabla-Momente hier noch sehen wollt, die tatsächlich gut gemacht und auch ganz interessant sind, dann. Hier im Hintergrund wird schön Werbung gemacht für eine Wii-Art von Videospiel. Dann könnt ihr gerne mal bis zum Ende hier der Folge schauen oder einfach vorspulen oder was weiß ich was. Aber am Anfang, dass man da direkt in die Mission reinsteigt. Wir haben hier nämlich eine Übersicht, was wir alles machen können. Wir haben Tychus, unseren alten Kumpel, den haben wir tatsächlich im ersten Teil, glaube ich, auch schon gespielt oder mit dabei gehabt. Wie gesagt, ist schon lange her. Den Jim Rayner gibt es auf jeden Fall im ersten Teil. Tychus eigentlich müsste auch. So, wir haben den Viking hier. Ach so. Sieht aus, als wäre das noch nicht lange her gewesen. Warst du das, Jimmy? Die Leute in dieser Gegend sind bereit, sich gegen Mengsk zur Wehr zu setzen. Sie brauchten einfach nur einen kleinen Schubs. Du nimmst diese ganze Revolutionsnummer also immer noch ganz schön ernst. Jeder braucht ein Hobby, Tychus. Ja, ich möchte auch möglichst viel vom Spiel hier zeigen. Das heißt, hier gibt es halt so Kleinigkeiten, ne, die man anklicken kann, nicht anklicken muss. Auch hier die Nachrichten kann man sich anschauen. Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Kohall. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frischen Mut... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner terrorisiert Masaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpaks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Ja, und das ist auch so eine Sache, der Kerl wird uns noch tierisch auf den Senkel gehen, weil, naja, man hat gesehen, der ist sehr parteiisch. Der arbeitet für Mensk, also ein Name, der können selbst die Sprecher nicht richtig aussprechen. Und gegen den wollen wir halt vorgehen, weil es einfach ein Arsch ist, recht simpel ausgesprochen. So,
Und ich finde das schon ganz gut, dass das hier alles noch am Ende der Folge passieren wird. Das heißt, falls man tatsächlich nur Missionen sehen will, dann kann man einfach ja, direkt in die Mission starten. Tykes, alte Schupfnudel, du. Hä? Wo kommst du her? Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja, ich bin aus dem Kryoteil ausgebrochen, als sie mich nach Neu-Folsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich habe so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich habe zwar schon etwas Intus, Tykes, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. Kann man übrigens mal darauf achten, ich finde die Grafik in diesen Zwischenscreens und Zwischensequenzen sehr schick, dass die tatsächlich lippensynchron sprechen, auch auf Deutsch. Finde ich sehr cool. Ist zwar nur ein Detail, aber ist mir gerade mal wieder aufgefallen. So, Kerrigan! Die werden wir auch noch öfter mal sehen. Sarah, ich meine, glaube ich, es wäre besser gewesen, du wärst an diesem Tag gestorben. Tja, und warum? Das kann, glaube ich, jeder erzählen, der das Spiel bereits kennt, die Geschichte. Ich will nichts sagen. So, wir haben hier sonst nichts weiter zu machen. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich mal das Ende der ersten Folge. Wir haben die Missionsübersicht. Das heißt, wir sehen uns da das nächste Mal wieder. Denkt an meine Rede von vorhin von wegen Liken und Teilen und Kommentieren und so. Das Übliche eben, ne? Das heißt, falls ihr mich unterstützen wollt hier mit dieses Let's Play, dann macht das. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei StarCraft 2. Ich freue mich. Es ist ein schönes Spiel. Und ich finde es super. Und ich möchte da endlich mal mit loslegen. Vielen Dank und bis bald.